Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich muss gerade ein bisschen leiser sein, weil ich sitze hier im Zug. Und zwar bin ich gerade in Köln. Wir haben 7 Uhr morgens. So sehe ich auch gerade aus. Denn es geht für mich jetzt nach Zürich. Jetzt fragt ihr euch, Jan, was machst du in Zürich? Ich werde aufs Frauenfeld-Festival gehen. Ich habe geisteskrank Bock. Ihr wisst ja alle, oder die meisten sollten wissen, das war so auf meiner Bucketlist, dieses Jahr auf jeden Fall noch auf ein Festival zu gehen, auf ein Hip-Hop-Rap-Festival. Meine Damen und Herren, die Personen im Gleis, das ist die Abfahrtzeit unseres Zuges heute um eine bestimmte Zeit. Wir bitten um Ihr Verständnis. Das Ding ist, die meisten Festivals, die jetzt schon waren, Splash und so weiter, waren alle in meiner Klausurphase. Ich konnte nicht hin, weil ich da Klausuren geschrieben habe. Das Ding ist, aufgrund dessen, dass ich eine Klausur verkackt habe und die nächste Woche nochmal schreiben muss, ist das gerade auch eigentlich sehr, sehr schwierig, weil ich halt eigentlich lernen muss. Ich schreibe nächste Woche eine Klausur, aber ich wollte es mir nicht entgehen lassen. Deswegen geht es jetzt aufs Frauenfeld-Festival. Wir haben jetzt Mittwoch. Heute ist auch der erste Tag. Also heute sind die ersten Acts. Naja, ich werde jetzt erstmal hoffen, dass ich irgendwie nach Zürich komme und die Bahn jetzt hoffentlich langsamer losfährt, dass ich meinen Anschlusszug nicht verpasse. Und dann werde ich in Zürich abgeholt von einem guten Kollegen von mir, von Felix. Wir gehen zusammen aufs Festival. Ich habe geisteskrank Bock. Ich hoffe, ich kriege einen coolen Vlog hin, weil ich will auch eigentlich die ganze Zeit da filmen, weil ich will es eigentlich genießen. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und ja, let's go! Wir sind jetzt tatsächlich angekommen in Zürich. Ich sehe gar nichts, weil die Sonne mich blendet. Ich wurde auch sehr, sehr herzlich abgeholt von Felix. Sag hallo. Wir gehen jetzt was essen noch kurz und dann fahren wir von Zürich aus mit dem Auto eben nach Frauenfeld zum Festival. Ich bin jetzt das erste Mal so ein bisschen länger in Zürich. Ich war schon zweimal hier, aber immer nur so eine Stunde. Und jetzt sind wir gerade am Zürichsee. Und das sieht ja geisteskrank nice aus. Also Real Talk. Sehr, sehr schön. Und was nicht so schön ist, hier sind die Preise, habe ich eben so erfahren. Also wir wollten Burger essen gehen, war eben so ein Fuffi für einen Burger ohne Beilage. Habe ich jetzt auch nicht so gefeiert. Sehr, sehr wichtig, stay hydrated. Wir gehen uns jetzt noch ein bisschen was zu trinken holen, weil bei der Hitze, ja, da muss man schon Flüssigkeit im Körper haben. Auf jeden Fall entspannt, wenig los hier. Kuss, ich hoffe, wir kommen schnell rein. Bitte lass uns jetzt hier nicht Ewigkeiten anstehen. Eingang ist zum Glück doch nicht so voll wie erwartet. Heißt, wir kommen ganz easy rein. Yeah, wir sind drinnen. Let's go. Wie ihr vielleicht gerade in ein paar Aufnahmen sehen konntet, sind wir jetzt auf dem Festival. Wir haben jetzt noch knapp eine Stunde bis Cardi auftritt. Wir haben uns jetzt noch mit ein paar Kollegen getroffen, die auch am Start sind. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen einkaufen, also Alkohol etc. Und ja man, die Sonne ist am Knallen, wir haben alle Bock. Und ich bin unfassbar geflasht, wie geisteskrank groß das hier ist. Also Real Talk. Ich bin ja, was das betrifft, relativ unerfahren und was es hier alles gibt und wie viele Menschen sind und wie groß das sind, ist echt sehr, sehr krank beeindruckend. Digga, ihr müsst euch geben, hier ist einfach mitten auf dem Festivalgelände, wie so ein Königszelt, einfach ein Supermarkt. Ey, vielleicht bin ich auch gerade lost, ne? Aber irgendwie, ich finde das so krass. Einfach, hier gibt es sogar UNO, so alles, wie so ein richtiger Supermarkt. Scheißegal, du wendest zu, ich trinke. Ja, ich will's ja trinken. Da hinten, Freunde, da geht's später ab. Wie ihr vielleicht sehen könnt, da hinten spielt gerade Loredana. Der Grund, warum ich eigentlich hier bin, ja, Loredana, zeig mal. Alter. Wir haben jetzt noch so 15 Minuten, bis Cardi kommt. Deswegen gehen wir jetzt zur Stage und dann wird geraged. Yeah!
to the cold. Digga, was geht hier ab, Junge, was geht hier ab? Wir haben jetzt, wie ihr sehen könnt, schon spät abends. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ihr habt es hoffentlich auch in den Aufnahmen gesehen. Cardi war geisteskrank, also wirklich 11 von 10. Crowd war krass, Tracks waren krass, Performance war krass. Alles war wirklich geisteskrank. Meine Lunge, ich habe gefühlt meine ganze Lunge voller Staub. Ich kann nicht mehr reden, ich habe Husten, ich habe keine Stimme mehr. Alles war aber geisteskrank, es hat sich so gelohnt. Jetzt warten wir noch auf Trippy. Trippy kommt in jetzt 20 Minuten, also Trippy Red, wo ich auch geisteskrank hyped drauf bin, weil er live auch sehr, sehr krass performt. Und ja Mann, also das wäre schon mal der erste Tag. Crazy, crazy, crazy. Morgen geht's auch noch weiter, Alter. Aber jetzt schauen wir uns erstmal Trippy an. Und ich hoffe, ich kann euch ein paar coole Aufnahmen liefern. Es ist zwar dunkel, aber es wird schon. Smoke in the air. Where the smoke at? Y'all not even smoking shit. Y'all capping. I'll be capping. I'm up here smoking. I want to see them. In the air. Stop playing. That's cool and everything. What's your name, girlfriend? What's your name? Was ist gerade passiert? Also Freunde, ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Story. Man sagt ja nicht immer nur die schönen Sachen im Video. Wir sind auf dem Heimweg, fahren so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Wie viel haben wir? Eins? Ja, halb zwei. Halb zwei, auf einmal ich auf dem Rückweg eingeschlafen. Ich werde wach auf dem Rückweg, auf einmal mein Kreislauf, Kopfschmerzen, Übelkeit, ich bin schwach, alles, nichts, weil ich habe den ganzen Tag nichts getrunken, ich habe was getrunken, aber ich habe wenig und irgendwie um 14 Uhr das letzte Mal was gegessen, seit 6 Uhr wach, mein Körper macht so unfassbar schlapp, also das merke ich auch richtig, dass es heute viel zu viel für mich war. Digga, gehe ich hier in die Tankstelle rein, will irgendwie aufs Klo, will irgendwie klarkommen, geht die Tür nicht auf. Ich breche gefühlt zusammen auf dem Boden. Ja, er lag einfach hier. Ich lag einfach hier, so für 10 Minuten lag ich hier einfach so auf dem Boden. Und jetzt haben wir hier, ne, immer wichtig, Zucker und was trinken.
Jetzt geht's wieder halbwegs, jetzt fahren wir nach Hause. Übrigens, alle, die jetzt rumholen, wieso pennt ihr nicht auf dem Festival? Festival-Vibe, viel geiler. Felix wurde eine halbe Stunde vom Festival entfernt. Warum sollte ich jetzt nicht bei ihm im Bett pennen? So, wir haben ja Kollegen, die auch zelten und auf dem Campingplatz sind, wo wir gechillt haben, aber ist dann doch besser. Jetzt, ich freue mich auch wirklich im Bett zu schlafen und nicht auf dem Boden in dem Zelt. Ja. Dann ist nach Hause zu ihm und dann hoffentlich eine gute Nacht, Alter. Und hoffentlich geht's mir wieder besser, Junge. Es geht ja gar nicht. Guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag. Ich bin gerade wach geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo gestern irgendwas aufgehört hat. Ich glaube damit, dass ich bei der Tankstelle zusammengebrochen bin, auf ganz entspannt. Wir haben es nach Hause geschafft. Ich war, glaube ich, erst um 3:30 pennen oder so. Ich habe aber sehr gut geschlafen. Grüße gehen raus an Felix, seine Couch. Wirklich sehr, sehr gemütlich hier. Und ja, Mann, mir geht's eigentlich wieder halbwegs gut. Ich habe zwar überall im Körper Schmerzen und blaue Flecke, vor allem mein Rücken. Mein Rücken tut geisteskrank weh. Aber ich bin unfassbar hyped auf heute. Vor allem Uzi habe ich auch geisteskrank Bock drauf. Ich hoffe, bis jetzt waren noch coole Aufnahmen am Start. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so viel da die ganze Zeit filmen, weil ich will halt das Konzert genießen. Kein Bock, da die ganze Zeit mit dem Handy zu stehen und vor allem auch in den Moshpits mit dem Handy am Start zu sein. Da habe ich eher ein bisschen Schiss vor, weil ich Angst habe, dass das Handy halt eben dann verloren geht. Grüße gehen raus an Sydney. 14:55 Uhr, da müssen wir unbedingt hin. Lava Batmums Jay kommt. Ja. Digga, Alter, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich gehe nicht zu UFO und gehe dafür zu Batmums Jay. Ja. Junge, ich komme nicht klar, wie krass das hier aussieht. Das ist nicht mal so schön hier. Was? Ich finde das so heftig. Nee, gibt schöneres Spots. Kann ich dir gleich zeigen. Alter, sieht das heftig aus. Wie geil sieht bitte dieses Haus aus? Das sieht aus wie ein Minecraft-Haus. Ist ein Minecraft-Haus, aber es sieht irgendwie todeskrass aus. Warum sieht meine Wohnung nicht so aus? Ey, ihr müsst euch mal geben, wo wir gerade sind. Felix hat mich jetzt in einem nice Spot geführt, weil wir uns gerade ein bisschen Essen geholt haben und uns jetzt essen wollen vom Bäcker. Digga, sieht das geisteskrank hier aus. Einfach so ein Badesee, so. Der ist aber künstlich. Ist nicht mal echt. Was? Einfach so ein Skate-Ding. Ich komme gerade gar nicht klar. So, unser Plan für heute ist jetzt kurz noch die 3€ Lounge-Stange zu genießen. Grüße gehen raus an die Schweizer Preise. Hier ein bisschen die View zu enjoyen. Okay, was ist jetzt seine Mission? Auf jeden Fall werden wir jetzt noch ein bisschen hier die View genießen. Und dann geht es, ich denke mal so gegen 15 Uhr, 16 Uhr. Ja, 16, 17 Uhr. Ja, also, ja, stimmt, 16, 17 Uhr geht es dann zum Festival. Jan probiert jetzt zu balancieren. Wow. Ey, allein dieser Fußballplatz hier. Imagine, du spielst mit der View. Einfach Fußball. Ihr wisst gar nicht, wie ich jetzt zaubern würde. Das wisst ihr gar nicht. Felix hat mich hier jetzt nochmal zu einem kleinen Spot geführt. Ihr könnt es, glaube ich, sehen, wie aussieht. Geisteskrank. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch wir sind. Das sieht schon heftig aus, ne? Wir sind gerade übrigens in Liechtenstein und das ist eigentlich auch gefühlt das ganze Land hier. Also das ist eigentlich so Liechtenstein. Ist by the way auch irgendwie eines der reichsten Länder der Welt Europas. Schon der Welt. Ja, Liechtenstein ist auf jeden Fall crazy reich. Und so sieht es auch hier aus. Gib durch mal das Haus da. Ich will nicht wissen, was das Grundstück alleine kostet mit der View. Hier ist wirklich crazy, crazy, crazy. Also vor allem so für mich so, ne? Stadtkind NRW. Ich kenne es jetzt nicht so. Das ist schon krass mit diesen Bergen. Echt. Sehr, 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 sehr heftig aus. Go!
vorbei. UFO hat komplett mein Leben gefickt. Ihr müsst euch geben. Wir waren erst so 20 Minuten zu spät. Ich habe es irgendwie geschafft, oder wir haben es irgendwie geschafft, Front Row zu sein. Wir waren ja, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, direkt an der Stage. Es war geisteskrank. Gleich geht's weiter. Ich bin komplett nass, Alter. Komplett nass. Ich mache jetzt eine kleine Pause, weil wir auch übel am Arsch sind. Und dann ist gleich danach Lil Uzi. Danach ist Lil Baby. Ich bin todeshyped. Boah, ich sag euch, Uzi wird so crazy. Ich gehe auch safe schon früh dahin, damit ich relativ weit vorne bin. Und dann wird geraged. Geraged, geraged. Wisst ihr, was Real Talk sehr, sehr krass ist, was mich voll flasht? Digga, die ganze Zeit kommen Leute zu mir, rufen meinen Namen und kommen zu mir und keine Ahnung was. Am krassesten ist es bei den Moshpits oder generell bei den Konzerten. Wirklich, das ist so krass. So viele Leute, die hier sind, so gucken meine Videos oder kennen mich. Sollte, Digga, komm hier. Was geht? Was geht? So, wo man davon gesprochen hat. Das ist geisteskrank. Ihr müsst euch mal geben, wie viele Menschen hier sind. Pass auf. Tried to run away from me already. Let's do this, bitches. Like a light, 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 like a light
Also, kleines Fazit, ich habe keine Stimme mehr, mir tut alles weh, ich kann meine Arme nicht mehr bewegen, ich kann meine Finger irgendwie, das, wenn ich so mache, das fühlt sich an, als wären die alle irgendwie gebrochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich spiele gerade noch Shindy geisteskrank wack. Ich glaube, ich habe euch davor ein paar Aufnahmen eingeblendet. Crowd so tot, aber ich hatte es irgendwie eh schon gedacht, weil Shindy halt keine krassen so Live-Lieder hat. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause. Ich bin noch mehr im Arsch als gestern, aber ich hoffe, dass diesmal mein Kreislauf noch mitmacht. Ich fahre jetzt noch eine halbe Stunde nach Hause und ich gebe euch dann entweder zu Hause oder morgen noch mal ein kleines Fazit. Bei Real Talk, ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr sprechen. Ich bin am Ende. Egal, der Yannick's Return, nicht die Zipper, hält mich sehr, sehr warm. Wir sind endlich zu Hause. Ich glaube, wir haben jetzt, weiß ich nicht, 3:30 oder so. Real Talk, ich glaube, ich habe mindestens eine Rippe gebrochen. Bei mir geht gar nichts mehr. Ich war gestern ja schon krass am Arsch. Ich bin dreimal so viel am Arsch wie gestern. Ich kann mich gar nicht bewegen, es geht nichts. Ich werde jetzt auch instant pennen gehen, weil ich auf korrekt morgen um 6 Uhr aufstehen muss, weil ich morgen ja nach Hause fahre. Ich habe ja schon gesagt, ich kann mir Freitag und Samstag die Show nicht geben, weil ich halt einfach lernen muss und das ist halt einfach doof. Ich zeige euch auch mal ganz kurz. So sehen Air Force aus, die neu sind. Und so sehen Air Force aus, die man auf dem Frauenfeld-Festival getragen hat. Ich kann auch mal sehen, meine Socken. Es ist geisteskrank. Ich muss jetzt auch noch instant duschen gehen, weil ich habe ein Gefühl, überall voller Dreck. Oh mein Gott. Drei Stunden geschlafen. Jetzt geht's nach Hause. Ich bin jetzt mittlerweile hier am Züricher Hauptbahnhof, der by the way geisteskrank ist, wie so ein Flughafen, müsste ich geben. Das ist einfach ein Snipes. Ich mache jetzt eine mega heftige Transition und dann bin ich zu Hause. Ist für euch jetzt 2 Sekunden, für mich sind 6 Stunden oder so. Weil ich muss auch noch von Köln nochmal nach Hause und boah, es wird so ein Film, Alter. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich zu Hause bin. 3, 2, 1 und... So, 7 Stunden und eine unfassbar krasse Transition später bin ich zu Hause angekommen. Ich bin fix und fertig, wirklich, es geht gar nichts mehr. Ich habe Augenringe des Grauens, ich muss auf jeden Fall gleich schlafen gehen. Aber ich wollte noch ganz kurz hier das Schlussfazit abgeben. Ich halte mich wirklich kurz und knapp. Es war wirklich geisteskrank. Es war eine 100 von 10, dieses ganze Festival. Es war einfach nur abnormal. Die Acts waren krank, die Crowd war krank, die Menschen waren alle so korrekt. Der Vibe war einfach am Start und ich habe es enjoyed bis zum geht nicht mehr. Es war wirklich die beste Entscheidung, dahin zu gehen, trotz irgendwie Klausurphase, das irgendwie zu dribbeln, dass ich auf dieses Festival kann, weil es war, wie manche von euch wissen, ja auf jeden Fall ein Traum von mir, dieses Jahr auf jeden Fall noch auf ein Festival zu gehen, weil es halt davor die Jahre wegen Corona halt nie ging und ich wollte auf jeden Fall auf ein Festival und Frauenfeld war auf jeden Fall die beste Entscheidung. Ich habe jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht so viel für den Vlog gefilmt in der Crowd, weil ich einfach geraged habe und abgegangen bin und einfach den Moment genossen habe und da auch nicht die ganze Zeit mit dem Handy stehen wollte. Deswegen habe ich nur ein paar Aufnahmen, aber ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick bieten. Für mich ganz klar on the top war einfach, wie zu erwarten, Cardi. Ich habe mich auch am meisten auf Cardi gefreut. Es war auch so ein Go von mir, einmal einfach Cardi live zu sehen, weil der Typ ist einfach purer Abriss. Allein das ganze Whole Lotta Red Album war einfach... Ja, was soll ich sagen, Jungs? Die Aufnahmen haben auch für sich gesprochen. Cardi war einfach der größte Abriss, den ich in meinem Leben je erlebt habe. Es war nicht von dieser Welt. Danach würde ich sagen, so auf einer Ebene ist Trippy und Uzi. Die haben beide auch Todes abgerissen. Auch Trippy vor allem, hatte ich auch schon vorher gesagt gehabt, der ist live einfach eine Maschine. Am Ende des Tages waren alle Acts sehr, sehr nice. Ich bin ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht A$AP Rocky noch sehen kann. Der ist ja am Samstag da. Den hätte ich auch noch gerne gesehen, aber ansonsten bin ich wirklich todesglücklich. Lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne in dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, wie ihr den Vlog fandet, ob ihr auch da wart, was auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Video wieder. Ich bin gespannt, wie lange dieses Video hier geht, ob das 15, 20, 30 Minuten geht. Ich habe keine Ahnung. Ja, haut rein, Freunde. Ich muss jetzt schlafen und auskurieren. Und dann hoffe ich mal, dass ich nichts gebrochen habe, Alter. Oh, ciao.